Hallo und herzlich willkommen bei Marinas Awesome Art. Mein Name ist Marina und es freut mich, dass du hier bist. In diesem Video gestalte ich mein neues Bullet Journal für das Jahr 2024. Hier siehst du gerade einen kurzen Ausschnitt aus meinem Unboxing-Video von meinem diesjährigen Journal, welches ich gestalten werde. Schnapp dir auch dein Bullet Journal, dein Notizbuch oder deinen Kalender und mach mit mir mit. Ein paar Ideen kannst du in deinem Planner umsetzen. Ich möchte dir hier frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Mein Titelbild male ich mit Gouache. Hier habe ich mich von der Natur inspirieren lassen. Ich starte erst einmal mit dem Himmel und Wolken, dann mit einem Weg und Grashalmen. Dann male ich eine grüne Wiese voller bunter Blumen. Es soll meine Vision für das kommende Jahr darstellen. Ich möchte im neuen Jahr meine Ideen umsetzen können und weiterhin nebenberuflich meine Kreativität ausleben. Nachfolgend gestalte ich meine Kalenderübersicht für das ganze Jahr. Ich male den Kalender für jeden einzelnen Monat mit der Hand. Falls du so eine Übersicht für dich machen möchtest, kannst du hierfür einen Kalender ausdrucken und für dein Journal ausschneiden und reinkleben. Die Wochenenden, Kalenderwochen und Feiertage habe ich bereits farbig markiert. Auch auf diesen zwei Seiten habe ich Blumen gemalt, diesmal größer und detaillierter. Die Blumen male ich ebenso mit Gouache aus. Meine nächste Übersicht ist dem Thema Lesen gewidmet. Ich gestalte meine Coverseite und mache erstmal eine kleine Skizze einer Privatbibliothek. Da ich im Vergleich zu 2023 im neuen Jahr mehr mit Gouache in meinem Bullet Journal malen wollte, habe ich extra nach einem Buch mit dickeren Seiten Ausschau gehalten. Die Seiten von diesem Journal sind dicker als von meinem vorherigen Bullet Journal, wo ich eher mit Markern gemalt habe. Schau dir die Videos von meinem Bullet Journal 2023 auf meinem YouTube-Channel an. Ich habe zu jedem Monat ein Shorts-Video. Hier male ich ein Mädchen in einem blauen Kleid, umgeben von Büchern, einer Katze und kleinen Blumen auf dem Bücherregal. Letztes Jahr habe ich auch eine Bücherübersicht gemalt, allerdings wie gesagt mit Markern, um dann die Bücher direkt in meinem Bild zu beschriften. Dieses Jahr wollte ich es anders gestalten und male das Ganze ohne Beschriftung in den Büchern. Auf den nächsten Seiten halte ich dann fest, welche Bücher ich unbedingt in 2024 lesen möchte. Sobald ich das Buch gelesen habe, schreibe ich auch meine persönliche Wertung dazu auf. Ergänzt wird das Ganze dann durch Zitate und Sticker, die mich beim Thema Lesen motivieren. Die nächsten Seiten sind meinen Jahreszielen gewidmet. Ich habe einen Balance of Life-Kreis gezeichnet, der verschiedene Lebensbereiche symbolisiert. Diese Seiten fülle ich später aus, weil es dann doch recht persönliche Themen sind. Ich kann es auch dir empfehlen, einmal im Jahr verschiedene Bereiche deines Lebens zu planen, zum Beispiel was du dir für deine Finanzen oder deine Gesundheit vornimmst. Die folgenden Seiten habe ich für meine Morgen- und Abendroutine sowie für meine Putzroutine vorgesehen. Das Aufschreiben dieser Routinen hilft mir, sie konsequent umzusetzen und so das Beste aus meinem Alltag herauszuholen. Zu guter Letzt habe ich mir einen Platz geschaffen, um meine persönlichen Erholungsquellen festzuhalten. Die Me-Time ist kostbar und ich notiere hier alles, was mir Ruhe, Freude und Erholung bringt. Sei es durch soziale Unternehmungen mit Freunden, entspannte Aktivitäten wie Lesen oder Spaziergänge oder auch kleine Alltagsrituale, die mir Energie schenken. Probiere das doch auch mal aus. Ich freue mich auf ein neues Jahr voller Möglichkeiten und Erlebnisse
Und ich wünsche auch dir, dass du dir für 2024 einen tollen Plan für dich ausarbeiten kannst und das Beste aus dem Jahr für dich rausholst. Ich bitte dich, meinen Kanal zu unterstützen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche Inhalte sehen möchtest, wäre es super, wenn du ein Abo dalässt und den Like-Button drückst. Das hilft mir, mehr Leute zu erreichen und meine Inhalte zu teilen. Danke dir schon im Voraus für deine Unterstützung. Besuche mich auf meiner Webseite unter marinasawesomeart.com. Dort kannst du dich in meinen kostenlosen Newsletter eintragen und bekommst von Zeit zu Zeit auch VIP-Inhalte. Bis bald und viele Grüße, deine Marina.